So, meine Freunde, und willkommen zu Pokémon X-Edition. Wir werden im heutigen Part das legendäre Pokémon Zygarde fangen, was ihr hier in der Omega-Höhle finden könnt. Ich war hier offscreen schon mal drinne. Damals war ich noch, glaube ich, vor dem 8. Arena-Leiter. Aber wir kamen damals überhaupt nicht weiter, denn da war eine Person, die gesagt hat, hey, du musst erst die Top 4 besiegen und dann kommt man erst wirklich hier hin. Deswegen denke ich mal, dass das Pokémon über Level 60, also ich denke mal, dass es 70 ist, sein wird. Und ich kenne den Weg auch nicht mehr ganz auswendig. Auf jeden Fall werden wir hier Zygarde treffen, das Z-Pokémon, wie alle vermuten. Aber ich bin gespannt, ob eine Z-Edition überhaupt rauskommen soll oder auch nicht. Deswegen, das werden wir je nachdem sehen. Ob ich den Weg noch weiß, wie gesagt, weiß ich überhaupt nicht. Ich fahre jetzt erstmal random hier durch. Und wenn wir es schaffen, dann ist ja ganz geil. Und wenn nicht, dann nicht. Deswegen, ich glaube, hier war es nicht, oder? Nein, hier war nur ein Item oder sowas. Hier gab es mehrere Items. Auch Spukball hat man hier damals gefunden. Dort unten war noch eine TM damals, das weiß ich auch noch. Und ich glaube, wir sind gar nicht so falsch, weil hier muss man, glaube ich, hoch. Dann war man schon fast hier, ja, genau. Also, so falsch sind wir dann doch nicht gefahren, ganz ehrlich. Also, den Weg, den könnt ihr auch locker finden. Deswegen ein Topschutz, dann seid ihr hier auch schon genau. Hier war nämlich der Mannequin vor, hat gesagt, nee, hier darfst du nicht weiter. Hier ruht das legendäre Pokémon und... Auf einmal ist die Musik schon weg und hört wieder nur das Tropfsteingeräusch, wie bei Mewtwo. Ultra geil. Und dort, boah, da steht es. Vorher könnt ihr noch hier ein paar Items holen. Den Platin Orb und den Adamant Orb war das, glaube ich, auch noch. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind das eben für die Pokémon aus Diamant, Pearl und... Diamant, Pearl und Platin, genau. Adamant, oh, glaub, genau. Dann ist da noch ein, ja, wie gesagt, das sind die jeweiligen Orbs nochmal für die Pokémon aus den beiden Spielen, aus den drei Spielen wohl eher. Und dann gibt es da noch ein Nugget oder ein Riesennugget. Ich glaube, eins von beiden ist da noch, genau, der Weißorb. Und ja, sind eben dazu da, um Attacken zu verstärken jeweilig. Also nichts Interessantes eigentlich jetzt für die jetzige Gen. Also für höchstens, wenn die Pokébank draußen ist, damit man sich die Pokémon rübertauschen kann und jeweilig dann die Items ausrüsten kann. Ich will aber gar nicht so viele Worte verlieren. Ich bin schon sehr gespannt, wie dieser Kampf laufen wird, wie das Level das Ding sein wird und alles Mögliche. Und hey, du Riesenschlange, na? Ja, es ist eine große Schlange, Typ Drachen... Bode. Hilfe. Okay, Mega-Aura und... Da haben wir es, Zygarde, die Schlange des Bodens. Ja, ich finde es jetzt nicht so geil, Drache Boden. Ist zwar ein ganz interessanter Typ, ist wie Knarkrak dann eben. Vielfach schwäch gegen Eis, aber allgemein mag ich das Pokémon nicht so, weil ich bin nicht so der Fan von dem Ding. Das Ding hat nicht so geile Werte und hat meiner Ansicht nach auch nicht so geile Attacken. Klar, es ist ein Legi und hat auch natürlich guten Movepool jetzt dementsprechend, aber... es gibt auch schon bessere, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn Andi schon mehr Schaden macht wie er auf ihn, dann ist das schon eine Sache, die sehr krass ist, ganz ehrlich. Flutball werfen wir als erstes. Werfen wir als erstes, genau. Ja, warum nicht? Vielleicht haben wir Chance nach einem Angriff. Hat es eine vielfache Catchrate? Na, leider nicht. Okay. Beim Mewtwo ging es ja auch ziemlich schnell. Vielleicht haben wir... Tarnung? Ich sehe dich nicht! Finde ich aber sehr interessant, dass so eine Schlange auf einmal hier so ein legendäres ist. Es sieht zwar ein bisschen komisch aus mit den Netzaugen und sowas. Hey, Netzaugen, vielleicht wirft der Netzball ja. Ist zwar gegen Wasser- und Käfer-Pokémon stark, aber hey, vielleicht klappt's ja. Wäre echt geil gewesen, wenn, ne. Schade. Nochmal Drachenpuls, das war's für Andi. Aber hey, das Ding ist Level 70, von daher... Alter, das Ding ist ja mega schlecht. Zwei Drachenpuls und Andi lebt noch, ey. Oder Andi ist mega gut. Es kann auch sein, durch seinen Fettpanzer prallt jeder Tacke locker easy ab. Eins. Na, schade. Einmal gewackelt, wenigstens einmal. Tarnung wieder. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht ganz genau, was die Attacke macht, aber so toll kann es nicht sein. Warum habe ich keine Finsterbälle mehr, ey? Warum? Zur Hölle. Naja, egal. Wir sollten jetzt auch nicht so viel bringen. Klar sind die besser jetzt zur Nachtzeit, obwohl wir haben, glaube ich, gar nicht Nacht. Im Spielwesen noch nicht. Ich glaube, da ist erst Nacht ab 20 Uhr. Und ja, ich bin hier gerade um 5.40 Uhr. Also von daher geht das schlecht, dass ich jetzt hier Nacht haben kann. Beziehungsweise, dass die Finsterbälle wirken. Aber wir haben ja genug Hyperbälle dabei und zur Not auch noch den Meisterball. Ich werde mal ganz chillig einsetzen jetzt. Ja, die Mona. Meine Mona, die kriegt das hin jetzt. Hoffe ich einfach mal, deswegen. Ich kann ja noch ein bisschen schwächen auch. Das kann ich auch machen. Solange du ihn nicht tötest, Mona, ist alles okay. Knirscher, okay. Okay, ja, pff, das macht ja gar nichts, ey. Okay, er hat einen Death Drop nochmal verursacht, aber... Beulenhelm? Och, nö. Nein. Nein! Och, nee, scheiße, wisst ihr was? Der tötet sich jetzt selbst mit Beulenhelm.
ganz dreckig. Ohne Witz, ey. Oder kriegt das kein Charme mit Beulenhelm? Nee, kriegt er nicht. Boah, Glück, ey. So ein Glück. Oh, ich hab grad voll Panik bekommen. Gut, aber das kriegen wir hoffentlich noch hin. Beute, so. Er ist jetzt im idealen Bereich, ey. Ich hab ganz vergessen, dass die Beulenhelm hat. Die hat den so getötet. Scheiße. Eins. Zwei. Ah, schade. Müssen wir noch uns ein bisschen gedulden. Aber ganz ehrlich, ich find's leid. Ich kann jetzt bis mal über das Postgame so ein bisschen reden. Und das Postgame hat leider nicht so viel zu bieten, wie ich dachte. Ich hätte gedacht, da wäre echt ein bisschen mehr, dass da eine vernünftige Kampfzone ist. Aber da gibt's, wie es aussieht, nur das Kampfhaus. Also in Bactia City da. Was ich leider ein bisschen schade finde. Und dann gibt es eben noch eine Story mit Lebel, der auch schon im Platin aufgetaucht ist. Finde ich ganz komisch, warum der auf einmal wieder hier seinen Return macht in der Edition. Aber hey, mal wieder was anderes. Deswegen, also ich habe nichts dagegen. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, um was es geht. Von daher werden wir mal gucken. Aber es hat auf jeden Fall irgendwas mit Team Flair zu tun. Also, die haben wieder irgendwelche Scheiße. Die haben irgendwie Scheiße am Laufen. Deswegen, also. Aber werde ich euch noch alles zeigen, keine Sorge. Da werden bestimmt noch Parts kommen in den noch folgenden Tagen. Also, wie ich das wohl alles machen werde. Habe ich meine Aufnahme am Laufen? Gut, habe ich. In letzter Zeit rufe ich das immer wieder nach, ey, wenn das schon mal passiert ist. Und das fand ich nicht so geil, als das passiert ist. Deswegen. Aber egal. Drachenpuls, mach ruhig. Mach ruhig. Wir haben noch genug Pokes. Na, zwei Stück, eher gesagt, ist nicht mehr so viel, aber hey. Gegen Matt sollte er eigentlich gar nichts machen können. Oder? Ne, eigentlich nicht. Der hat auch nur Tarnung gehabt, Knirscher, Drachenpuls und mehr noch nicht, ne? Drei Attacken, eine fehlt noch. Abwarten, my friends, abwarten. Und wir haben noch Timerbälle zum... Ja, zum Glück. Also, falls das nichts hier wird, dann haben wir noch die. Eins. Oh Mann, ey. Warum kann das nicht wie Mewtwo sein? Mewtwo war so schnell drin, ey. Das ging eigentlich voll klar. Und wir, am Ende tötet sich mit Verzweifler selbst, ey. Das wäre ja auch was Geiles, aber ich hoffe nicht. Mit Drachenpuls dann auch nicht so viele AP. 1, 2. Oh, warum kommt er nicht über 2, ey? Mann, ey, muss ich da ein bisschen nachhelfen und einfach mal am Ball wackeln? Ach komm, das macht doch gar nichts. Wir sind Typ Kampf, ey. Pff, kein Ding, Alter, für Matt, ey. Matt ist einfach nur fett und hat einen fetten Fettpanzer, der fett ist. Yeah. Hab ich gesagt, dass er fett ist? Ich glaube nicht. Ja, Zugabe. Was machst du jetzt großartig? Gecatcht werden! Geile Scheiße! Wow! Geile Kacke. Ohne Witz, das ging ja richtig flott. Und wisst ihr was? Da wir die Pokémon nochmal in Y fangen, habe ich mir jetzt überlegt, die Legendären kann ich ja doch benennen. Beziehungsweise das Pokémon. Matt Elliot Hammer, du bist Hammer. Wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben? Ja, yeah, Hammer bleibt und Durchbruch geht, meine Friends. Und ja, passt meiner Ansicht perfekt. Ich habe da nämlich eine super Sekretärin in den letzten Tagen gehabt. Ja. Und ihr kennt sie alle. Es fängt mit M und hört mit O-N-A auf. Ich glaube, das war ein bisschen schnell. M-O-N-A. Und die hat mir sehr geholfen. Und dafür muss ich mich noch revanchieren irgendwann. Und ja, und zwar haben wir noch ein paar Abonnenten, die unbedingt benannt werden müssen, wollen, haben, ist so bla bla bla. Und zwar habe ich mir gedacht, dass dieses Pokémon... So, meine Freunde, und zwar ist es der gute, die gute Mew-Fan Evoli. Ich glaube, es ist eher ein R. Und ja, du hast die Ehre, das legendäre Pokémon von Z oder von XYZ, was auch immer zu sein. Auf jeden Fall bist du jetzt Zygarde mit 13 KP überlebt. Oha, zeig mal her. Also das Wesen ist ja mal Bombe. Irgendwie überhaupt nicht, aber egal. Was hat es noch? Erdbeben hat es noch. Ah, ist klar. Ja, gut. Ja, geil. Step-Move. Leider haben wir minus Angriffswesen, das ist nicht so geil, aber ich glaube auch nicht, dass das so ein geiles Pokémon ist. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare zu diesem Pokémon, also beziehungsweise ihr könnt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen zu diesem Poke. Und ja, dann wäre ich mal ganz gespannt, ob ich das vielleicht bei Y normal fange, dann mit vernünftigen Wesen oder whatever. Werden wir ja sehen. So, erstmal gehen wir wieder raus aus der Höhle. Und, ah verdammt, heute ist nicht Dienstag, ne? Ich wollte noch Rotom fangen, deswegen... Und ja, ich habe schon den Abonnenten dafür, deswegen, der hat mir das auch gesagt und deswegen wird er auch dann nach Rotom benannt. Deswegen, es gibt noch viel zu sehen und zu machen, meine Friends. Ich weiß gar nicht, wie lang ist jetzt der Part? Der ist jetzt nicht so lang, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen kann. Megastein kann ich noch holen, oder?
Dann müsste ich aber auch wieder erst einen Professor. Wo ist der Professor? Keine Ahnung, wo der jetzt wieder ist. Ach, Menno, ey. Dann machen wir was anderes. Und zwar machen wir was, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Von daher beende ich erstmal den Part. Deswegen, ich muss erstmal wieder so, bah. Erstmal gucken, ich weiß ja nicht, was ich machen kann. Das ist das Ding. Ich muss erstmal wieder mich schlau lesen, deswegen. Von daher sehen wir uns im nächsten Part dann wieder, meine Freunde. Haut rein.